Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal Hide Computers mit dem RGB Gaming PC Intel HC 2500 für 2579 Euro runtergesetzt von 2799 Euro. Dem RGB Gaming PC AMD HC 1500 für 1499 Euro runtergesetzt von 1699 Euro. Und dem RGB Gaming PC AMD HC 3500 Schwarz für 3199 Euro runtergesetzt von 3599 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wir werden das jetzt so machen wie immer. Den ersten PC werde ich mir etwas genauer angucken und bei den anderen beiden PCs sage ich ganz kurz was zu der Config und halt dann noch zu dem Preis und dann habt ihr ungefähr eine Ahnung, ob dieser Laden was taugt oder eben nicht. Zuerst zu dem Bild, das ist absolut kein Fake, das ist einfach nur das Gehäusebild, das haben sie 1:1 von GeizHals übernommen, genauso wie das mit dem Mainboard und mit der Grafikkarte, das ist soweit ganz in Ordnung, da kann ich schon mal nicht meckern. Bei dem anderen System, da war eins, das hatte ich gesehen, da war ein ROG Mainboard drin, in Wirklichkeit wurde MSI verbaut, das ist jetzt nicht sonderlich schlimm, nur sonderlich rumfaken tun sie da jetzt auch nicht irgendwie, dass RGB RAM drin ist, wo keiner drin ist oder so, das passt soweit schon. Hier haben wir auch schon die technischen Daten, die CPU ist ein Intel Core i7-12700KF. Der hat eine TDP von 125 bis 190 Watt, Default ist mit 125 Watt, die 190 erreicht er, sobald die Performance-Kerne auf Maximum-Anschlag sind, hat 12 Kerne, 8 Performance und 4 Efficiency-Kerne, beziehungsweise 20 Threads, 16 Performance-Threads und 4 Efficiency-Kerne, unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Das ist an und für sich ein guter Prozessor. Ich habe den 12700K in meinem System, ich habe die integrierte Grafikeinheit noch drin gelassen, weil das F steht ja dafür, dass er keine integrierte Grafikeinheit hat, weil er darüber gerne rendert. So habe ich das bei Adobe auch gesehen bei der Auslastung. Das ist auf jeden Fall zum Zocken und Streamen guter Prozessor, überhaupt keine Frage, in dem Preisbereich auch angemessen, das passt soweit. Und der kostet 433,98 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine MSI Mac Core Liquid 240R RGB Wasserkühlung. Das ist eine 240er Wasserkühlung. Die ist für den Prozessor, ja, beim Zocken vielleicht noch ausreichend, wenn ihr rendert, wird schon ein bisschen eng. Ich habe zum Beispiel eine Arctic, eine 360er, die nochmal größer ist und einen dickeren Radiator hat und die kriegt auch schon so 75 bis 80 Grad bei dem 12700K, wenn er jetzt rendert oder wenn ich streame oder so. Deswegen finde ich das schon ein bisschen schwierig, eine 240er dazu verbauen, ist halt sehr knapp. Vor allen Dingen ist die MSI dafür bekannt, dass sie gerne kaputt geht. Da löst sich irgendwas innerhalb der Wasserkühlung, die Pumpe geht dadurch defekt und dann könnt ihr die nach ungefähr 1,5 Jahren wegschmeißen. Bei der V2 kann es sein, dass es auch noch so ist, da habe ich aber allerdings keine Berichte drüber. Nur bei uns im Discord ist es sehr häufig vorgekommen, dass die kaputt gegangen ist. Die 360er-Variante genauso davon, die würde ich schon gar nicht mehr verbauen. An und für sich, wie gesagt, reicht sich zum Zocken vielleicht aus. Wenn ihr viel rendert, würde ich eine 360er nehmen. Aber das passt dann soweit schon irgendwie. Und die kostet 93 Euro bei extremedigital.de. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z690UD DDR4. Ja, das ist ein grundsolides Board eigentlich. Also ist so ein Einsteigerboard in der Z690er-Reihe. Kein Micro-ATX, was schon mal sehr wichtig ist. Hat den Z690-Chipsatz, das heißt, ihr könntet sogar übertaktet, wenn ihr das wollen würdet. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten können auch noch 2 Stück verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und da könnt ihr halt noch so erweitern mit einer WLAN-Karte zum Beispiel, einer Capture-Karte oder ähnlichem. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 2x USB 3.1, einmal als Typ C und einmal ganz normales Typ A. Dann haben wir hier noch DisplayPort und HDMI. Die könnt ihr hier allerdings nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Das ist ja ein F-Prozessor. 4x USB 2.0 und PS2-Anschluss werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen, weil ihr Maustastatur und so einfach über USB anschließt. Das ist erstmal ein grundsolides Board. Das passt gut ins System rein, kein Micro-ATX oder so. Das ist schon mal okay. Und das kostet 186 Euro bei Mindfactory. Der RAM sind 32 GB Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 MHz. Es ist Dual-Channel-RAM, was schon mal sehr wichtig ist. 3200 MHz ist natürlich die Spezifikation von Intel. Den könnt ihr auch theoretisch mit 3600 betreiben. Hätte ich jetzt auch besser gefunden. 32 GB in der Preisklasse auch angemessen. RGB beleuchtet ist er auch, das ist schon mal soweit in Ordnung. Und der kostet 122,90 Euro bei Alternate. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8 GB. Da wisst ihr jetzt natürlich nicht, was ihr bekommt. Wir
nehmen jetzt einfach die Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Eagle OC 8 GB. Es kann auch eine Inno 3D sein, es kann eine MSI sein, eine Asus, was auch immer. Wobei Asus glaube ich nicht, dass sie es verbauen. Wir nehmen die jetzt einfach mal, das war soweit die günstigste am Markt. Das ist eine gute Grafikkarte, danach kommt noch die 3080, 3080 Ti und der Rest, was danach noch kommt, ist einfach Quatsch. Damit könnt ihr auf jeden Fall in WQHD gut zocken mit angepassten FPS-Rates. Je nachdem, wie ihr die Texturen auch einstellt, dann ordentlich über 144 Hertz bzw. 144 FPS. Den Test dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und die kostet 678 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB Western Digital NVMe. Wir wissen nicht, welche wir genau bekommen. Wir nehmen jetzt einfach die Western Digital WD Green SN350. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3200 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2500 MB die Sekunde. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, was wir kriegen. Es könnte auch eine etwas schnellere oder etwas langsamere sein. Mir geht es erstmal darum, 1 TB in der Preisklasse finde ich ein bisschen mager. Klar, hier ist noch eine HDD mit dabei. Wer damit klarkommt, ist in Ordnung. Die Spiele, die auf der HDD ausgelagert werden, haben natürlich längere Ladezeiten. Damit müsst ihr rechnen. Ich hätte mir mindestens 2 TB schon gewünscht. Und die kostet 83,80 Euro bei Reichelt. Die HDD ist eine 2000 GB Western Digital 7200 RPM. Die 7200 RPM sind einfach nur die Umdrehung pro Minute, was die Festplatte halt an Geschwindigkeit auf der Platte bringt. 2 TB, ja, ist in Ordnung. Wie gesagt, zum Auslagern von Spielen, Musik und so. Viele sind da kein Freund von, weil die machen halt auch Geräusche. Mich persönlich stört es jetzt nicht. Ist schön, dass er dabei ist. Wertet das Ganze noch so ein bisschen auf. Hätten wir lieber ein bisschen mehr SSD-Speicher gewünscht. Und die kostet 47,27 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 750 Watt MSI MPG A750 GF 80 Plus Gold. Das hat eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ist 80 Plus Gold zertifiziert und vollmodular. Ist ein gutes Netzteil soweit. 750 Watt reichen auch noch aus. Man hätte auch einen 850er nehmen können. Also preislich wäre auf jeden Fall noch Luft gewesen, seht ihr am Ende auch. Aber das ist soweit schon mal okay für dieses System. Ist auch modular, das heißt die Kabel, die nicht gebraucht werden, werden einfach weggelassen. Liegen dann sehr wahrscheinlich bei euch dann im Karton, wenn ihr später noch irgendwas hinzufügt. Wollt und braucht so ein Kabel, habt das halt mit dabei, steckt da an, dann fliegt es nicht im Gehäuse rum. Und das kostet 92 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Intertech X908 Infinity 2 Glasfenster. Das hatte ich tatsächlich schon mal hier, habe ich drin gebaut. Airflow-technisch ist da überhaupt nichts los. Das hat einen Lüfter hinten vorinstalliert, RGB beleuchtet. In der Front sind sie optional. Also wenn ihr so potente Hardware da reinbaut, dann wird es schon irgendwie ein bisschen eng, weil die wird sehr warm und wenn von vorne keine Frischluft reinkommt, ist das immer ein bisschen schwierig. Das könnt ihr nehmen für einen 12400F mit einer 3060 oder 3060 Ti, da ist das nicht ganz so wichtig. Aber hier, gerade mit dieser 240er Wasserkühlung, könnte es da Wärmeprobleme geben. Also wie gesagt, das gefällt mir überhaupt nicht. Qualitativ ist dieses Gehäuse nichts, lasst die Finger davon. Und das kostet 121,51 Euro bei Mindfactory. Ansonsten bekommen wir noch Windows 10 mit dabei. Bei einem 12700KF auf Windows 10 zu gehen, ist natürlich ein bisschen suboptimal. Ich bin auch kein Freund von Windows 11, aber Windows 11 kommt besser mit dem Performance- und Efficiency-Kern klar, die der 12700KF ja auch mitbringt. Ihr könnt das Windows 10 ja auch upgraden auf Windows 11, das ist überhaupt kein Problem, aber sie hätten es am besten direkt vorinstallieren sollen. Aber ihr könnt das machen, wie ihr lustig seid, ihr könnt auch bei Windows 10 bleiben, das funktioniert auf jeden Fall, aber Windows 11 wäre halt besser gewesen in dem Fall. Und das kostet 29,98 Euro bei MySoftware. Dann haben wir noch 2 Jahre Garantie mit dabei, inklusive Pickup und Return Service. Das ist nicht selbstverständlich, also 2 Jahre schon, aber Pickup und Return über die ganzen 2 Jahre ist schon ganz geil. Das heißt, ihr habt irgendwas mit der Kiste und die Post kommt bei euch vorbei und holt es ab. Dann braucht ihr den nicht abpassen irgendwie, sondern ihr macht einen Termin aus. DHL oder Hermes, wer auch immer da kommt, die kommen vorbei, dann drückt er denen das in die Hand und nimmt das mit. Das ganze Ding ist auch lagernd, Lieferzeit 2 bis 4 Werktage, das ist ganz in Ordnung, das ist auf jeden Fall schneller als manch anderer Systemintegrator. Und dann wären wir hier auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows und da landen wir beim Gesamtpreis von 1888,44 Euro, das System soll kosten. 2579 Euro runtergesetzt von 2799 Euro. Das heißt, ihr seid knapp 700 Euro zu teuer. Das ist auch so eine Differenz, wo ihr halt eine bessere SSD nehmen hättet können oder ein besseres Mainboard. Das Gehäuse sowieso, das kostet sowieso schon 120 Euro. Für 120 Euro kriegt ihr auf jeden Fall ein besseres Gehäuse. Würde ich so nicht empfehlen. Konfigurationstechnisch kann man sich drüber streiten, ist nicht ganz so kacke, ja, aber ich habe gesagt, was ich besser machen würde in meinen Augen, ja, aber der Preis ist halt einfach völlig ungerechtfertigt. Dann haben wir hier noch den RGB Gaming PC AMD HC 1500 für 1499 Euro runtergesetzt von 1699 Euro. Damit ihr kurz die Eckdaten habt, hier haben wir ein Ryzen 5600 drin, MSI B550 Gaming Plus Mainboard, 16 GB RAM mit 3200 MHz, also genau die Spezifikation des Prozessors, hätte man auch 3,6er nehmen können. Eine 3060 ist hier drin, eine 500 GB
SSD, das ist halt viel zu wenig. Für den Preispunkt 1500 Euro, da kriegt ihr bei Dubaro schon ab 1000 Euro 1 Terabyte, auch bei Krotos, überhaupt kein Problem. Eine HDD ist noch mit dabei, ja okay. Ein System Power Netzteil finde ich auch ein bisschen schwierig. Also in einem Gaming-System sollte es zumindest ein Pure Power drin sein, wenn nicht sogar ein Straight Power. Das Gehäuse ist ganz in Ordnung. Und dann haben wir hier auch die Liste. Hier ist die HDD, die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei 1104,02 €. Das System soll kosten 1500 Euro knapp. Also ihr seid 400 Euro drüber, was viel zu viel ist. Ich habe ja immer so eine Range, sage ich, zwischen 150 bis 200 Euro, teilweise auch 250 Euro, wenn das System sehr aufwendig ist mit vielen Lüftern oder so. Aber das ist ein stinknormales System mit einem stinknormalen Case. Noch niemals meine Wasserkühlung oder so drin. Also das ist schon hart teuer. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch einen. Das ist der RGB Gaming PC AMD HC 3500 in Schwarz. Kostet jetzt 3199 Euro, von 3599 Euro runtergesetzt. Das war die Geschichte mit dem ROG Board. Das ist hier überhaupt nicht verbaut. Also hier ist ein MSI Board drin. Hier nochmal kurz die Eckdaten. Ryzen 5900X zum Streamen und Zocken gut geeignet. Eine 360er Wasserkühlung ist auch okay. Das Gaming Edge Wi-Fi als Mainboard ist auch in Ordnung. Der RAM ist auch okay, 3600 MHz hätte mich wie gesagt auch da eher gefreut. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Systemintegratoren wirklich auf 3200 gehen, damit sie eben diese Spezifikation haben. Und wenn was damit irgendwie nicht läuft, können sie halt AMD oder Intel in den Arsch treten und sagen, ey, ihr sagt 3200 MHz ist spezifiziert, warum funktioniert das nicht, wenn die jetzt 3200er verbauen? Ich persönlich baue immer 3.6er rein, habe bisher noch keine Probleme damit gehabt. Dann ist hier noch eine 3080 drin in der 10 GB Variante, die 12er wäre auch besser gewesen, die wird aber leider nicht mehr hergestellt. 1 TB SSD in dem Preispunkt von 3200 Euro viel zu wenig, da wird mir jeder zustimmen in den Kommentaren. Auch wenn hier noch eine 3 TB HDD drin ist, das ist halt einfach Geld gespart für mehr Speicher. 850 Watt Netzteil ist okay und das Gehäuse ist auch noch irgendwo in Ordnung. Ich bin kein Fan von diesen Gehäusen, die nur diese seitlichen Schlitze haben. Das ist hier auch der Fall. Ihr habt so eine fette Scheibe davor. Ich mag lieber Meshfront, gerade mit so einer potenten Hardware. Dann haben wir hier auch die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei 2194,87 €. Das System soll kosten 3199 Euro, runtergesetzt von 3599 Euro. Also 1000 Euro zu viel gegenüber Selbstbau. Ihr könnt die 200 Euro jetzt noch abziehen fürs selber zusammenstellen bzw. zusammenbauen lassen. Das kriegt ihr bei Mindfactory nämlich für 150. Wir ziehen jetzt einfach mal 200 ab. Ist das Ding immer noch 800 Euro zu teuer. Und jetzt zeige ich euch mal was, was dieser Hersteller in seine Über-uns-Geschichte reinschreibt. Ja, die haben ja so einen kleinen Text dahin geballert. Wenn wir uns nämlich die Seite hier anschauen und mal so ein bisschen runterscrollen, haben wir hier unten so einen kleinen Button. Da steht halt über uns. Über uns, Hyde Computers, wie es dazu kam. Oft sahen wir in den YouTube-Kommentaren und Bewertungen Beschwerden, dass die meisten Pre-Built-Gaming-PCs ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und nicht den Wünschen von Gamern entsprechen. Zu viele Gamer achten zu oft auf das Äußere und kaufen dann eine Maus im Löwenpelz. Ja, von mir aus. Aber die sagen schon Preis-Leistung. Ist hier jetzt auch nicht so gegeben, dass natürlich viele damit werben mit irgendwelchen RGB-Sachen, die hinterher gar nicht so sind, gebe ich denen recht, überhaupt keine Frage. Jetzt kommt es aber, unsere Lösung. Wir von Hyde Computers machen es uns zur Aufgabe, Gaming-PCs mit einem Gleichgewicht aus einem soliden Preis-Leistungs-Verhältnis, hochwertigen Komponenten und ausgeprägter RGB-Beleuchtung zu bauen. Wir wollen die bestmögliche Leistung für einen möglichst geringen Preis, ohne an den falschen Stellen zu sparen. Zudem sollen unsere Angebote so transparent wie möglich sein, damit unsere Kunden genau wissen, was sie kaufen. Dabei hilft ihnen unsere integrierte FPS-Anzeige, die übrigens für den Arsch ist, auf den Produktseiten. Diese zeigt unseren Kunden ungefähre Leistungswerte, die der jeweilige Gaming-PC erzielen könnte. Deswegen sage ich auch, die ist für den Arsch. Weil da ist irgendwie ein PC mit einer 3060, die soll in Cyberpunk 144 Hertz oder so FPS rotzen. Das geht nicht. Naja, wie dem auch sei. Also selbst dieses Marketinggelaber hier trifft auf die genauso wenig zu, wie auf zum Beispiel Hightech oder Otto.de mit ihren ganzen Systemtreff-Dingern. Also das ist totaler Quatsch. Die Configs sind mehr oder weniger nicht so schlecht. Es gab eben so ein paar Punkte, die ich angesprochen habe. Aber der Preis ist halt völlig überzogen in meinen Augen. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr irgendwie da als Preis gerechtfertigt findet, was so als Aufpreis da sein dürfte. Also den Laden, zumindest bei diesen drei PCs, wo ich sie jetzt bewertet habe, kann ich nicht empfehlen. Es kann sein, dass er vielleicht ein, zwei gute Angebote hat, aber die drei auf jeden Fall nicht kaufen, die sind zu teuer. Da kriegt ihr Alternativen bei Dubaro oder sonst wo. Ne? Selbst Agando hat wahrscheinlich irgendwie ein besseres Angebot, ich weiß es nicht. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn das noch nicht gemacht habt. Schaut gerne auf Twitch vorbei, PCcheck-YouTube bei Twitch einfach eingeben. Lasst gerne ein Follow da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.